Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, wir sind jetzt hier wieder in meinem Bildschirm, da wo man mehr sehen kann. Ein bisschen ist der Rechner belastet, deswegen tut es ein bisschen so lecken, aber das ist normal, das ist Übertragung. Ist nicht so schlimm. Ich muss leider alles mit 2,4 GHz übertragen, da leider die Firma, die das Licht bereitstellt, also das Studiolicht, das ich verwende, über WLAN funktioniert und das funktioniert nur über 2,4 GHz, weil diese Vollpfosten irgendwie einfach nicht fähig waren, einen 5 GHz Chip mit einzubauen. Aber gut, egal. Los geht's. Also, in diesem Video zeige ich dir, wie wir jetzt die Platzierung machen. Das sind so weitere Grundlagen. Und wir haben eigentlich feste Knotenpunkte. Aber sei es drum. Manchmal kann man die nicht festmachen auf Plattformen, weil einfach man was Neues ausprobieren will und dann geht das halt eben nicht. Weil die Gegner sind ja nicht dumm. Ne? Und das System von Kabam, das lernt dazu. Ne? Okay, wie ihr seht, jetzt hat Kabam das geändert. Danke demjenigen, der dieses Video Kabam weitergeleitet hat. Ich habe es Kabam zugeschickt. Ich hätte nicht gedacht, dass sie es machen. Ihr seht, es steht jetzt Allianz Quick Session 40, vorher stand 39. Ihr könnt das in meinen alten Videos sehen, falls ihr Beweise dafür braucht. Den Beweis von meinen Typen kann ich nicht erbringen, weil ich hätte nicht gedacht, dass er das macht. Das war ein Kabam, irgendein Mitarbeiter, den ich angeschrieben habe. Und er hat mir Verwarnung gegeben. Vielen Dank dafür für die Warnung, für die Wahrheit. Aber er hat es auch gemacht. Er hat es dann weitergeleitet und die ja an das Developer-Team. Ich habe den geschrieben gehabt und ja, der kleine YouTuber, der niemand ist, der nothing wert ist, der nicht mehr existiert, hat das geschafft, was die großen in Millionen von Jahren nicht geschafft haben. Also, wie gesagt, abonniert meinen Kanal. Wählt mich zum Präsidenten der Vereinten Nationen und dann wird hier vieles ändern. Also vieles wird Kabam ändern, weil ich bin halt knallhart und dann setzen die das halt einfach um. Hier seht ihr die Beweise, was wollt ihr noch? Ich kann euch 1000 Beweise weitere bringen und Handstand machen, aber bringt uns nicht weiter. Ne? Also wir sind, ich muss mal schauen, dass ich richtig hocke, weil das ist ein neuer Stuhl und ich muss mich noch dran gewöhnen. Also wir sind Gold 3. So, warum steht hier Silber 1, wo wir Gold 3 sind? Ihr könnt den Beweis finden, dass wir Gold 3 sind, gleich hier. Und zwar, nein, ich gehe nochmal zurück. Das macht er immer wieder das Gleiche. Und zwar 1, 2, 3, ja, nochmal hier. So. Das wird auch akzeptiert in der Allianz. Also wenn ihr zur Allianz klickt, dann seht ihr das auch hier auf der linken Seite. Ich glaube, ich muss es nicht einkreisen. Ich muss den Arschlöchern, die mich immer versuchen zu diffamieren und dementieren, muss ich nicht jetzt noch eins reindrücken. Jeder kann lesen. Ja, ich mach's doch, Tim. Ich liebe es. Ja, das haben die schon die ganzen Professoren gesagt, ich bin falsch programmiert. Andere haben Angst, oh bitte, Statusmeister, Jens, bitte töte mich nicht. Aber ich. Und Kabam habe ich auch voll richtig gefickt. Obwohl ich mich da beworben habe wieder. Ich liebe es. Ich liebe es, gegen die Staaten zu kämpfen. Oh, ist das schön. Okay, wir sind Gold 3, ne? Das habt ihr jetzt gesehen. Und jetzt machen wir erstmal die Platzierung. Wir haben ein neues System. Das ist ganz einfach, das ist das 27-System, das ist ein kleiner Trick. Der funktioniert nicht immer. Kabam wird das Video sehen und es vielleicht sogar beheben. Die schauen sich deine Videos an, tatsächlich. Ich kenne da jemanden, ist mein Kontakt, den werde ich auch nicht, weil wir haben so Luziferaner Gesellschaften, Vogue, dass ich nicht möchte, dass er seinen Job verliert. Ne? Ich kann also richtig Mund zuhalten. Ja, ich hatte so richtige krasse Geheimnisse. In meinem Gedächtnis und in meiner, ich habe sogar die im Tagebuch geschrieben, was es besser ist, niemand weiß sie. Nicht von mir, von anderen Leuten. Von richtig krassen Leuten. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Es spielt keine Rolle jetzt, welche Kampfeinheit ich jetzt hier Änderung mache. Wir werden nur die Kampfeinheit 1 eingehen, weil es wird ein langes Video.
Wir werden uns mal gewisse Champions anschauen, wir werden Champions anspielen, aber auch nicht lange, weil ich kann so lange keine Videos machen und erwarten, dass die Leute das schauen. Weil die Leute sind hippelig, obwohl ich eigentlich das hippeligste Kind im Universum bin und war, vielleicht noch bin, ich weiß es nicht. Aber kann ich da länger halt zuschauen. Also dieses Video noch vorgemerkt, das ist jetzt ein Disclaimer und Vorwort-Disclaimer, den habe ich auch vorher eingeblendet. Bitte schaut euch dieses Video nur an, wenn ihr Anfänger seid, fortgeschritten und auch Profi, der mich dann diffamieren will oder sagen will, weil er sich darauf auch aufgeilt. Aber im Endeffekt weiß ich, ja, das stimmt, was er sagt. Aber bitte schaut euch dieses Video nur an, wenn ihr Interesse habt, tut euch was zum Trinken holen, Plätzchen etc. Und was soll ich noch sagen? Ja, lass uns einfach beginnen. Genau, habe ich das gesagt? Das habe ich auch. Ich denke schon. Falls ich was vergessen habe, schreibt es in die Kommentare rein. Okay, letztes Wort. Wir haben hier einmal Abschnitt 1 und wir haben einmal Abschnitt 2. Und danach haben wir Finale. Also Sektor 1, 2, 3, nennen die Amis das. Sektor 1, 2, 3. Das Wichtigste ist, ihr fängt immer von oben an. Zumindest mache ich das so. Das mache ich mit Absicht, aus einem einfachen Aspekt, weil oben ist immer am interessantesten. Ja? Und es ist ein bisschen so, dass das hier verzögert wird. Das liegt einfach zum Teil am Kabam, zum Teil an an dieses System von Microsoft Link. Die haben momentan Probleme und von daher habt Nachsicht mit dem System, nicht mit mir. Ich bin nicht schuld dran. Ja? Also es ist das System. Okay, let's do it. Also, wir haben hier einen Hulk Link. Und das als Bossknoten. Wir haben hier an der anderen Seite einen Gallan. Okay? Ihr könnt generell Gallan oder Hulk Link als Boss an den Knoten, an den Plattformen 52 bringen. Ihr müsst nicht die duplizieren. Besser wäre es, extra Future noch und so und noch schlimmere Gegner, aber generell, wir haben es getestet, ist es nicht notwendig. Es ist ein bisschen besser dann noch, der Gegner ist noch fieser, noch gemeiner, aber ist schon ziemlich gemein. Im Bossknoten ist es so, dass der Gallan einfach meistens, ich habe das getestet, immer seine SK3 unbedingt machen will. Immer will er seine SK3, um die Ernte zu verführen, denn dann bist du sofort tot. Und es ist verständlich, dass die Ernte immer ausgetrickst werden kann und dass Leute sagen sich, ja, wenn der seine Ernte haben will, dann nehme ich einen Dr. Doom. Dann kriegst du die Rente, nicht Rente, sondern die kriegst du die Ernte. Okay? Und daher nehmen viele mittlerweile auch in den höheren Allianzen den Gallan nicht mehr als Boss, weil die ganz genau wissen, es gibt immer Leute, die einen Counter kennen und wissen, dass der nicht so toll ist. Denn niemand ist perfekt, ganz ehrlich. Ja, es gibt immer eine Schwäche. Es gibt in der griechischen Mythologie sogar die Schwäche von Medusa, die dann die Leute erstarrt, wenn sie ihre Augen sehen. Aber es gibt Legenden, wenn man rein im Herzen ist, eine reine Seele hat, dann kann man in ihre Augen sehen, ohne zu erstarrt zu werden. Oder man tut einfach ein Spiegelbild zeigen und dann erstarrt sie selbst. Na, ihr seht, jeder Feind, jeder Gegner hat eine Schwäche. Und das müsst ihr euch einfach merken. Hulk Link ist aber nervig. Warum ist Hulk Link nervig? Weil Hulk Link, wenn er nicht gelähmt werden kann, ist ein richtiger Kotzbrocken. Er kann sich immer heilen. Er hat Sonderfutures auf einen Bossknoten, das darf man auch nicht vergessen. Er sowieso ist er dann immun halt, diese Futures Immunität, er kann nicht pariert werden. Er sammelt zusätzlich sehr viele Buffs. Die Buffs können nicht mit allen Champions ausgelöst werden. Sie sind sehr schwierig auszulösen, also auszulöschen meine ich. Sie sind sehr nervig, wirklich nervig ohne Ende. Und er macht immer seine fucking SK1 und SK2. Und er will immer, dass er unabwehrbar ist. Und das ist zum Kotzen. Man muss wirklich viel intercepten. Zu vorne, zurück, nach vorne, zurück, 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 zurück. Und das ist wirklich auf die Nerven. Der eine oder andere sagt, naja, für mich kein Problem. Für mich ist es easy peasy. Ja, das gibt's Leute, die sagen, aber ihr könnt nicht erwarten, dass von allen Allianzen, Gold 1, 2, 3 oder auch Meister, dass da jeder perfekt ist. Gut, bei den Meistern sind es, die werden dazu gezwungen, das weiß ich, ich habe mit denen geredet. Ich hatte ein Interview gehabt mit einer Meisterin, da wird es gezwungen. Na, du musst, da kommst du nicht rein. Das ist wie bei, hey, hey du,
Du kommst hier nicht rein. Nur du kommst hier nicht rein. So ungefähr ist das. So. Ich schaue jetzt nach links, weil mein Nachbar schaut mich wieder an. Manchmal schaut meine Nachbarin mich auch an. Oh Gott, Leute. Okay. Das ist so viel zum Bossknoten. Ne? Ihr könnt das Ding setzen. Ihr könnt auch zum Beispiel Spider-Ham setzen. Es gibt da kein. Ihr könnt Valkyrie setzen. Ihr könnt Gore setzen. Es gibt da kein Einheitsrezept. Okay, das ist bei den Platzierungen, müsst ihr mal neu ausprobieren. Wie viele Kills kann er machen? Und er kann nur 3 Kills machen. Nochmal zu den Kills, ist ganz wichtig, weil es irgendwie viele nicht verstehen. Ich habe eine Bestätigung von Gebam, die werde ich euch in einem anderen Video einblenden, weil hier dieses Video hat nichts damit zu tun. Wir machen Newsletter, wir machen aber auch Kabams Politik, das habe ich euch versprochen, das halte ich auch. Nur alles mit der Zeit. Ne? Manchmal lasse ich gewisse Sachen weg, weil ich komme immer in Rage-Modus und dann ist es vorbei mit dem Video. Ne? So bin ich nun mal. Ne, wenn ich Beweise liefere, dann mache ich das hier krasser wie, heißt denn der Typ? KuchenTV. Ne? KuchenTV macht das, oder wie die anderen YouTuber. Ich mag es einfach, eine Watsche in den Ohren zu geben. Ja, also deswegen, ihr könnt nur 3 Kills lassen. 3 Kills, das heißt, nehmen wir mal an, ihr seid auf dem Bossknoten und ihr lässt da jetzt zum Beispiel 20 Kills, dann tut das System automatisch 17 davon abziehen. Also von den 20 zieht es 17 ab, das wird automatisch wirklich berechnet von Kabam. Und das ist ein System, das so eine kleine Kalkulation programmiert hat. Ich glaube, es hat man mit Cloud, es ist immer, man muss mal ein bisschen JavaScript nutzen, Java und ein bisschen, ich weiß nicht mehr, ob die mit C++ oder C#, ich habe da mal das erfahren von denen, die das so noch nur nutzen, ob die die Engine nutzen 1 oder die Version 2. Ich schaue da jetzt nicht extra drauf, hey, welche Engine nutzt ihr? Ne? Es gibt da verschiedene Spieler-Engines, berühmt sind diese Engines, Arnold Engine zum Beispiel, Arnold Tournament, das ist dieses Spiel, und gibt es auch verschiedene Spiele. Ich werde mal ein Video über die Engines machen, weil ich habe die jetzt echt nicht im Kopf alle. Ne? Und je nachdem wird das halt so ausgerechnet vom System, und das System sagt sich, gut und schön, freu dich, dass du 20 Kills auf dem Knotenpunkt hast oder auf der Plattform, aber es bringt dir nichts. Oh, shit. Oh, das System rechnet nur 3. Ja. Oh. Warum sagt das kein Arschloch irgendjemand? Irgendjemand von euch Kabam? Doch, haben wir. Wo? Haben wir reingeschrieben? Haben sie wirklich? Im Forum? Oh. Oh. Man muss es nur lesen können. Aber es ist auf Englisch. Ja, und deswegen mache ich ein extra Video, wo ich das übersetzen werde. So. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Das ist sozusagen unser Deal. Und wir besprechen jetzt mal so gewisse Platzierungen. Also wir haben hier oben zum Beispiel Penny Parker. Warum ist diese verdammte Penny Parker auf 54, würde der eine oder andere sagen. Die gehört doch auf 55. Nein, nicht. Das stimmt nicht. So, nochmal zurück. Oh, da ist ein bisschen ein kleiner Bug. Der wählt immer die Champions an, statt die Plattform. Der Spider-Man. Der Ham, das kleine Schweinchen, ist ziemlich fies auf seinen Knotenpunkt. Auf so einer Plattform, also. Manchmal sage ich Knotenpunkt, manchmal so eine Plattform. Ihr seht ja hier Knoten bzw. Plattform. Auf so einer Plattform kann der Ham seine Schweinchen machen. Er hat ja diese wunderbare Fähigkeit. Und die lesen wir jetzt hier, das ist dieses Poker-Popper. Okay? Er kann damit die überlegen. Und die sind sowas von Motherfucker, verflucht nochmal arschlochmäßig fies, dass die meisten das gar nicht checken. Und weil nicht jeder schaut auch links auf seine Leiste und dann aus Versehen klickt er mal Attacke und weg ist er. Ja, das geht schneller als man denkt. Ja, und das ist richtig geil, weil der hat hier, ja, wie wir sehen können, die beste Verteidigung. Und diese 20 fucking Prozent Genauigkeit, diese plus 20 zu seiner, die er schon hat, mein lieber Schieber, und dann noch unabwehrbar, und dann noch ausweichen, und dann noch durch das Auslösen des Ausweichen, erhält der Verteidiger 10% eines Kraftbalkens. Was meint ihr, wie schnell der sich auflädt?
Und das Schlimmste ist noch, dass dieser fucking Spider haben, der nutzt doch diesen Fluch. Der wird dann in die Defense gehen, damit ihr den Fluch bekommt. Und wenn er merkt, du willst auf mich diesen Fluch machen, edgy badgy, ich mach einfach eine SK1, eine unabwehrbare. So intelligent ist die künstliche Intelligenz mittlerweile. So intelligent. Und das bekommt man zu spüren. Ich bekomme das immer wieder zu spüren. Der ist ein harter Brocken. Das ist nicht für jeden. Ich kann ihn austricksen. Mach meine Query, lade mich auf, bin unabwehrbar. Mach die Trick 17, Trick 18 Kiste auf. Trotzdem, er ist ein guter Gegner. Das muss man lassen. Und hartes Leben? Naja. Hartes Leben ist im Endeffekt ein wunderbarer, wunderschöner Debuff, den man bei Nick Fury kennt, Desorientieren oder halt eben bei M-Search, glaube ich, oder Mark-Search wieder ausgesprochen wird. Und was macht er? Naja, steht schon drin. Er tut die Genauigkeit der Verteidigungsfähigkeit und die Abwehreffizienz für 15 Sekunden um 5% verringern. Okay? Und das macht er sehr, sehr oft. Und diese 5% können sich leppen. Aber diese 5%, ihr glaubt nicht, wie viel das ausmacht. Es sieht immer so klein aus. Aber es ist viel größer. Okay? Und wenn eure Verteidigungsfähigkeiten schwächer sind, was passiert dann? Wenn eure Abwehreffizienz schwächer ist, das muss man verstehen, das Wort Abwehreffizienz. Was mache ich als Boxer, wenn jemand zuschlägt? Ich blocke. Ich blocke. Ich blocke einfach, ich habe damals Training gehabt und ich blocke. Und dann sozusagen deine Rechte rausholt, wenn er richtig rausholt. Und deine Verteidigung ist gebrochen. Nicht ganz genau. So. Schlägt er rein und kann durchblocken. Und wenn er durch den Block schlägt, dann ist vorbei. Deswegen immer aufpassen. Es sieht so leicht aus. Ich besieg den One-Shot. Der kann richtig fies sein. Und der ist noch klein unten. Das ist nur ein reiner 34k, wohlgemerkt. Wenn er 60k, 70k, 80, 90k. Mein lieber Schieber, dann viel Spaß beim Sterben. Natürlich gibt es Profis, die ihn legen können. Aber selbst die, wenn sie ehrlich sind, müssen da kämpfen. Ne? Natürlich werden die sagen, schaut mich an, sag mein Dick, ihr Motherfucker-Kinder, ich bin so groß. Ne? Die Luciferianer tun das immer. Die Sith Lords. Ne? Aber das ist der falsche Weg. Zugeben, ja, er war schwer. Aber man kann ihn legen. Aber er ist schwer. Ne? Ja, diese, wie der stärkste Mann der Welt, fand ich voll sympathisch von ihm. Der hat gesagt, ja, war das für dich schwer, diese 500 Kilo? Und er so, ja. Ich kann die 500 Kilo stemmen, sagte er. Sie sind schwer, das ist Fakt. Aber ich habe es gelernt, mit der Zeit unter Kontrolle dieses Gewicht zu heben. Mit viel Krafttraining, viel Übung, aber trotzdem, das heißt nicht, dass ich das ewig halten kann, das Gewicht, nach 1000 Jahren oder so. Quatsch. Ja? Ein guter Spieler, ein guter Kämpfer gibt das zu. Ja, ich laufe lieber weg, das sind jetzt 10 Leute, die mich zusammenschlagen wollen. Ich kann zwar 2, 3 abwehren, aber es ist besser, mein Leben zu retten. Denn wenn der vierte vielleicht erwischt mich und ich bin weg. Das sind die Jedis. Wir geben das zu und schämen sich für gar nicht mehr. Das ist Blödsinn, sich für irgendwann zu schämen. Ne? Deswegen an alle Hater da draußen. Fuck you! ich liebe es. Okay, also wir haben hier dementsprechend das besprochen. Und warum haben wir jetzt hier die Penny Parker drin? Und Penny Parker hat eine Sonderfunktion. Also ihre Funktion, ihr könnt es aber auch tauschen, ihr könnt Penny Parker mal da ausprobieren, auf der Plattform 55 und auf der Plattform 54, je nachdem, was ihr seht. Ne? Je nachdem, weil wenn der Gegner zum Beispiel Cool Obsidian nimmt oder Terax, der lacht sich von Penny Parker einen Arsch ab. Der macht mit ihr kurzen Prozess, der schleift die links und rechts und bumm, weg ist die Penny Parker. Terax, der ist immun gegen alles, gegen Schwächeanfall, gegen Kraftraub, sind diese Schwächung von Kraft oder Rückkopplung von Penny Parker. Der ist immun, der scheißt drauf. Ja? Dann habt ihr halt Pech gehabt, wenn jemand einen Terax mitnimmt, einen Angriff. So. Aber sie hat halt sehr viel, sie hat SK2 und sie hat Aspekt der Evolution. Aspekt der Evolution bedeutet im Endeffekt, dass wenn dieser Kraftbalken eines Verteidigers aufgefüllt wird, dann stärkt sich alles. Der Angriff wird in dem Fall stärker, die Ausrüstung wird stärker, die kritische Wertung wird stärker, die kritische Resistenz wird stärker, die Abwehrpenetration, die Kampfstärke,
die Fähigkeit zu Genauigkeiten für den Rest des Kampfes um 5%. Ihr seht schon, also das sind sehr viele Punkte, die sich erhöhen. Und sie ist ja auch sehr böshaft. Sie ist ja eine fiese Verteidigerin. Sie kann, sie hat ihr Schutzschild, das hat 100 Ladungen. Bis das ausgelaufen ist, dauert das schon ein bisschen, wenn man die falschen Champions mitnimmt, natürlich. Klar, Terrax, boom, K.O., cool, Obsidian, könnt ihr machen. Und auch andere Champions, die diese Fähigkeit haben. Aber nicht jeder hat einen Call Obsidian auf Rang 3 im Kampf oder Rang 2. Nicht jeder hat einen Terrax auf Rang 5 als 5 Sterne oder 6 Sterne auf Rang 3. Ne? Weil man sollte so starke Champions wie möglich in den Fight mitnehmen. Denn umso stärker die Champions, umso schwächer die KI. Weil die KI stellt sich auf die Ranghöhe ein. Und die KI ist aus irgendeinem Grund, haben wir getestet damals, ich und Tim, brunst dumm, wenn du dann Rang 4 Champions mitnimmst. Ne? Also die ist einfach dumm. Die geht dann immer so, bitte tu mir nicht weh, bitte nicht, bitte hau mich nicht. Du bist doch stärker als ich. Nee, bitte nicht, bitte nicht. Ich weiß es nicht. Bam ist halt so verrückt und das könnt ihr halt, das ist ein Tipp von mir, ein kleiner Trick, könnt ihr dann ausnutzen. Funktioniert natürlich nicht bei anderen Allianzen, die Meister sind oder Platin. Da ist die KI ein bisschen angepasster, ne? Da ist sie ein bisschen fieser und cleverer. Ja, umso höher man aufsteigt, umso höher wird auch der Schwierigkeitsgrad und die Stufen. Und die Stufe, also die Trier, das ist wie bei AM. Umso mehr die Prestige an der AM steigt, also Allianzmission steigt, umso stärker wird der Gegner. Und umso fieser und intelligenter wird er vom Kampfverhalten. Das Ganze ist bei Allianzen auch so, dass in Allianzkriegen auch so, dass da halt wirklich bei Stufe 10, 9, 8, 7 es immer schwieriger wird. Dennoch könnt ihr immer einen Weg finden, weil das ganze Universum besteht aus Stärken und Schwächen, überspitzt gesagt, und es gibt immer irgendwo eine Schwäche. Ne? Das hat Marvel im MCU-Universum bewiesen. Es gab sogar ein Crossover Marvel vs. DC sogar. Es gibt wahnsinnig viele geile Comics. Schade, dass die nicht verfilmt werden. Und ja, okay, los geht's. Wir gehen jetzt weiter. Wir gehen jetzt also sozusagen zur nächsten Plattform. Das ist Galan. Ist auf 51. Warum ist Galan so gefährlich auf 51? Weil wir haben hier zwei geile Buffs. Buff ist Englisch und bedeutet auf Deutsch Fähigkeit, aber das Wort Buff kann auch mehrere Bedeutungen haben, okay? Die Fähigkeit Kampf der Javu, Tapferkeit und die Tapferkeit Punktur. So, ich habe ja euch gesagt, dass... Ich habe ja euch gesagt, dass der Galan ziemlich fies sein kann. Wenn der Galan in der SK3 nicht... erwirken kann, dann macht er sehr oft eine SK1 und SK2. Und wenn er diese SK1 und SK2 macht und der Gegner einfach es nicht einfach hat, diese Methode mit leicht, mittel, schwer oder leicht, mittel, leicht, schwer, also Basisangriffe zu kämpfen, dann wird, und das ist ja schwer, ich trainiere es immer noch und ich kann es immer noch nicht, ehrlich gesagt. Ich frage mich auch immer, wie ich die Plattform lege. Manchmal schaffe ich es sogar ohne Kill. Ich so, ich bin aber nicht der Typ mit One-Shot, ich bin der Typ mit Two-Shot, Three-Shot, Four, Five, Six, Seven, bin bekannt geworden. Ich finde es immer ziemlich lustig, weil das hat mich bei dem einen Meister sympathisch übergebracht irgendwie und der lacht sich den Arsch ab. Und er schaut sich tatsächlich meine Videos komplett an. Der zeigt nichts. Ich kann es nicht, ich chatte mit ihm nicht schon. Ne? Aber er sagt, ich will nicht meinen Namen. Er hat keine Lust, diffamiert zu werden. Überhaupt kein Problem. Allein, dass du es anschaust, ist lustig. Ne? Also ich frage mich auch, wie ich es mache, weil eigentlich keine Chance. Aber da habt ihr auf jeden Fall Kampftapferkeit und da habt ihr halt diese Tapferpunktur. Galan nutzt das richtig, richtig aus. Und wenn Galan eine Superattacke macht und dann unaufhaltsam ist und sich heilen kann und er macht eine Einäscherung mit einer SK2 und vorher hat die SK1 zweimal gemacht und ja, sehr viel Ernteenergie, ne? Und wenn er die gesammelt hat und du wirst durch Zufall getroffen, man macht immer Fehler im Kampf. Sofort K.O. Und selbst wenn du im Block bist, sind seine Attacken so stark,
dass selbst im Block zieht er dir mehr als die Hälfte ab. Boom. Und du, shit. Das heißt, wenn du da nicht ausweichen tust und nicht immer geschickt, exakt Nanosekunden sogar ausweichen, weil Krimbam so ein bisschen verrückt geworden ist mit Ausweichen, wenn du das nicht richtig hinkriegst, macht er dich schneller kaputt, als dir lieb ist. Von daher, hier Galan zu setzen. Und dann noch ein Duplikat, wenn man ihn hat. Hör mal auf. Also, ihr habt da auf jeden Fall einen richtig guten Gegner. Dann kommen wir weiter zu Plattform 48. Die Plattform 48, die ist richtig cool. Denn das ist natürlich ein fieser Gegner wiederum. Es ist Valkyrie. Valkyrie, ihr könnt Amboy Mouth draufsetzen. Ja, das machen wir auch ab und zu mal. Aber manchmal versucht man was Neues. Und die, Valkyrie, ist egal. Die kann richtig gemein sein. Weil sobald ihr schwanken geht, dann greift ihr euch die ganze Zeit an. Die ganze Zeit. Ich habe das erlebt und da habe ich mir gedacht, jo, machen wir es doch bei uns auch auf 48, wie die anderen Arschlöcher, die Gegner, die hatten die tatsächlich ja da drauf und nicht so. Alter, was geht denn da? Die ganze Zeit angegriffen. Da habe ich gesagt, nee, ist mir zu krass. Profispieler rangelassen, der bei uns da ist. Und der so, what? Was ist denn das jetzt hier los? Hat er auch noch nie gehabt. Durch den Block kann sie ja sowieso, durch den Block. Intercepten hat sie sogar abgewehrt. Die kann intercepten auf einmal, ja, die kann. Ey, die kann auf einmal die Attacke sogar abfangen. Die kann so vieles. Ich so, ey, what the fuck, Alter? Ja, und die kann richtig fies sein. Also die ist richtig, richtig cool. Aber ihr müsst ja auch ihre Fähigkeiten verstehen. Ja, das steht auch drin. Wenn sie mindestens durchbohren, effektaktiv, aufgerundet, reagieren, unaufhaltsame Gegner auf Treffer, als wären sie es nicht. Ist geil, oder? Das muss man mal verstehen, wenn der Gegner unaufhaltsam ist, dann sagt die Valkyrie, ja, dann sagt die sich die Valkyrie, ist doch mir egal. Buff. Aufhauen. Und während Valkyrie, ich könnte mal sagen, wie man es ausgesprochen wird, aber ist auch egal. Valkyrie mindestens 3,3 von Bollwerk-Effekt aktiv hat, aufgrund ist die immun gegen Lähmungs-Debuffs. Wie geil ist das denn? Und dann noch schwanken. Das kann richtig, richtig geil werden. Ihr könnt ja auch auf Kombo, also Boss, aber spielt einfach rum mal, ne? Macht sie mal als Boss, macht sie mal als 48 Plattform. Da könnt ihr immer rumspielen von Plattform. Ich finde, sie ist ein Universal-Champ. Ein Universal-Champion, ne? Diese eine Verteidigerin, meiner Meinung nach, die fast auf jede Plattform ihre Stärken auch spielt, wirklich. Ja, und von daher haben sie sie hier gesetzt und ja. Aber ihr könnt rumspielen, wie gesagt, es gibt da keine. Bei manchen Champions sind nur Handko so geile Champions und Verteidigerin und Verteidiger, das ist so geil, dass da einfach sagen kann, Hammer. Ja. Jetzt kommen wir weiter zu Manfing. Manfing wird ja oft unterschätzt. Der hat ja sowieso immun gegen Blutrausch und dann ist er auch hier immun mit diesen Abwechslungen immun gegen Vergiftung. Aber was passiert hier im Endeffekt? Hier ist wichtig zu verstehen, der Verteidiger startet den Kampf mit Blutrauschimmunität, die sich alle 10 Sekunden mit dem Blabla abwechseln. Und wenn eine Immunität ausgelöst wird, werden die entsprechenden Effekte gesäubert. Okay? Ja. Das ist halt im Endeffekt, was dann passiert. Es wird ausgelöst. Und dann werden Effekte gesäubert. Das ist ein bisschen, glaube ich, falsch übersetzt worden. Ich will nochmal nachfragen. Ja. Ja. Wir werden mal zu jeder Plattform einen Kampf führen, damit ihr das sehen könnt. So. Dann hat er einmal zusätzlich noch Angriff, also mehr. Dann hat er zusätzlich Gesundheit, also auch Heilung. Dann hat er hier seine Passiven, also Manfing besteht aus Sumpfma und hat keine nennenswerten Schwachstellen zum Ausnutzen. Dadurch ist es gegen Schmetter und verhindert, dass kritische Treffer zusätzlich Schaden verursachen. Durch den Mangel an Blut ist Manfing immun gegen Blutrauscheffekte, aber nicht gegen Vergiftung. Und somit würdet ihr Manfing noch ein bisschen stärken mit Vergiftung, also Immunität. Ich werde jetzt also nicht mehr eingehen, weil dann wäre das Video würde zu groß also werden. Wir wollen nicht 1000 Stunden herhocken. Ich habe leider mit meiner App auch eine gewisse Timeline, die ich aufzeichnen kann. Und deswegen. Okay.
Dann haben wir noch Gore. Jetzt kommen wir zu den letzten zwei. Wir haben hier Gore. Hier Gore zu setzen mit Duplikat ist sehr wichtig. Ihr könnt Gore immer auf Plattform 50 setzen, wenn ihr lustig seid. Aber es gibt Leute, die auch ihn legen können. Die können das. Gibt es gewisse Champions, Counter-Champions sind, wie zum Beispiel Dragon Man, Black Widow, wenn ihr es wisst, wie man es macht. Oder zum Beispiel auch The Hood. The Hood ist auch sehr gut. Oder halt, ihr könnt Symbion Supreme nehmen. Wobei The Hood ist momentan, wie ich das getestet habe, ich habe dazu auch ein Video gemacht, ist wirklich für meine Verhältnisse der beste Champion. Also ich habe ein Video gemacht, werde ich auch mal veröffentlichen. Meine Allianz weiß das, ich habe dieses Video veröffentlicht bei uns in der Line-Gruppe und da sehen die das, ne? Und die haben das schon gesehen. Okay, also ihr könnt auf jeden Fall Gore hier immer drauf nehmen. Ihr könnt auch bei Hulkling auch drauf nehmen. Das müsst ihr halt selbst entscheiden. Hier ist es auch immer wichtig zu verstehen, dass die Fähigkeit auf Plattform Erholung sehr wichtig ist und die Schutzmaßnahme. So, und umso schwerer ein Gegner zu legen ist, weil nur 1% Schaden verursacht man kann, umso fieser wird es halt eben der Gegner. Und Gore nutzt das sehr gut aus und Hulkling nutzt das sehr gut aus und Sauron nutzt das auch sehr gut aus. Und Tod könnt ihr auch setzen, Tod ist da auch sehr fies. Also das sind so Champions, mit denen will man einfach gar nicht gerne kämpfen. Und alle Champions, die sich wirklich regenerieren können und diese Schutzmaßnahme haben und die zusätzlich noch Debuffs auf euch legen können, also auf den Angreifer, all diese Champions sind sehr gut für die Plattform 50 gedacht, ne? Wenn ihr auf der niedrigen Stufe seid, ne? Stufe 12 bis 10. Zum Schluss möchte ich noch den Manguk ansprechen und auch Champions, die hier gesetzt werden können. Das ist zum Beispiel die Plattform 53, das ist Tupfenkraft und das bedeutet im Endeffekt, dass du da nur gewinnen kannst an Kraftzufuhr, wenn du einen Debuff auf den Gegner legen kannst. Im Endeffekt ist es ein bisschen blöd übersetzt worden. Ich habe meinen Mentor gefragt, weil ich habe ein Video von ihm angeschaut. Ich dachte mir, Moment mal, da steht hier, denn der Angreifer gewinnt weder vom Einstecken noch vom Ausführen von Angriffen an Kraft. Und so, ja klar, macht da keine Kraft zu. Stattdessen erhält der Angreifer 12% eines Kraftbalkens pro Sekunde. Und dann habe ich vergessen, Komma nicht vergessen. Ich habe das nicht so gesehen, Komma. Und dann steht hier Komma und dann während der Verteidigung unter einem schädlichen Debuff leidet. Ne? Das heißt, nur in dem Fall auf Plattform 53, wenn der Verteidiger, und in dem Fall ist es zum Beispiel bei uns der Mango, wenn der unter einem schädlichen Debuff leiden würde, würdest du 12% pro Sekunde Kraftzufuhr erhalten. Ansonsten erhältst du nichts und der Verteidiger erhält ganz normal wie gewöhnlich die Kraftzufuhr und kann seine SKs auslösen, du aber nicht. Ne? Also wenn du das nicht so mit dem schädlichen Debuffs machst. Jetzt ist das natürlich so, Mango ist ein sehr guter Kämpfer. Und Mangok hat ja als Verteidiger die Immunitäten. Ja, und das ist einmal Rüstungsbruch-Debuff und alle Blutrauscheffekte. Okay? Und zu einem gewissen Grad ist er sogar immun gegen Einäscherung. Ne, wenn er genug Hass hat, dann macht er sich sogar immun gegen Einäscherung. Gegen Einäscherung, Blutrausch. Und gegen Rüstung, da hilft nur eines, da hilft einfach Champions, die Vergiftungen haben. Ne, wenn du einen Champion nimmst, wie zum Beispiel Abomination Immortal, oder du nimmst einen Champion jetzt wie Red Hulk oder was weiß ich, ich habe jetzt nicht alle im Kopf, She-Hulk, Hulk, was gibt man noch? Du kannst auch der Hood nehmen, du kannst einen Beyond Supreme nehmen, du kannst Dr. Doom nehmen. Also Champions halt einfach, die ihn schaden können, die Shock. Ne? Dr. Doom hat Shock zum Beispiel. She-Hulk hat jetzt keine Vergiftung oder so, aber hat dafür andere, hat Wut und
kann ihn so besiegen. Auch beim Abomination Mortal, der kann halt einfach, oder normaler Abomination, der kann vergiften und weg, dann kriegst du. Und bei Tigra hast du halt eben neutralisieren Debuff. Ne? Sieht zwar lustig aus, der Debuff, aber ist so, das ist ein Debuff. Ne? Und bei. Was noch? Ja, und bei den anderen Champions weiß ich jetzt nicht im Kopf. Ja, Degeneration, genau. Degeneration gibt's ja auch. Dagegen ist es halt nicht immun. Und das schadet ihm und so könnt ihr Superkraft erhalten. Aber ich sag euch ganz aufrichtig: Wer von den ganzen Leuten weiß das, was ich euch hier sage? Wer schaut schon meinen Kanal? Ich glaube, ich bin ja da niemand. Ich existiere ja nicht mal mit 612 Abonnenten. Angenommen, nur mal angenommen, die Leute würden endlich mal sagen, ey, das Video ist geil, das verrät die ganzen Tipps und Tricks, das machen die anderen nicht so, nicht auf die Art und Weise, das so auf jeden Fall nicht. Und dann würden immer mehr Leute kommen, wäre natürlich für mich ein Riesenproblem, weil dann würden immer mehr Leute erfahren, die Schwächen von dieser Plattform. Die würden das dann erfahren und würden sagen, falls wir jemals einen so einen Mangok sehen oder diesen Champion sehen, dann können wir den austricksen. Ja, deswegen auf der Plattform 53. Das ist eine Universalplattform. Da könnt ihr Champions setzen, die Immunitäten aufweisen. Und wenn ihr euch hier eine Nebula setzt, eine starke Nebula mit einer hohen Signatur, es wird schwierig sein, die zu besiegen, wenn man noch nicht so in der Materie ist, wenn man nicht so oft gekämpft hat, AKs, ne? Oder selbst wenn man es öfters gemacht hat. Nebula, Bluttauschimmun, Vergiftungsimmun, Schockimmunität, das sind drei Immunitäten. Da muss das mein Champion haben. Ne? Tigre hat nicht jeder. Nicht jeder hat Tigre, nicht jeder hat Champions, die neutralisieren können. Die gibt es nicht Sand am Meer. Die sind in Strohhalm. Ganz, ganz, ganz wenige gibt es davon, die solche Fähigkeiten haben. Ja. Debuff kann auch natürlich Torkeln sein. Debuff kann auch natürlich... gibt so viele Debuffs. Ich habe mal eine Liste gehabt. Ich müsste nochmal meine Liste rausholen. Es gibt sehr viele Debuffs. Ja. Rüstungsbruch. Na, also der hat jetzt hier zum Beispiel den... Der hatte zum Beispiel hier... Was hat er hier? Rüstungsbruch, Debuffs, Immun. Ja. Da geht es aber Rüstung zerschmettern. Ja. Das ist wieder ein anderer Debuff. Ne? Da gibt es verschiedene. Und ja. Von daher, das ist die Plattform 53. Und da könnt ihr Champions so wie Mangok rein. Da könnt ihr Champions reintun wie Nebula. Oder Champions, auch könnt ihr die Manfing, oder ihr könnt Champions reintun, die Emma Frost zum Beispiel, die hat ja am Anfang immun gegen jeden Scheiß. Also da könnt ihr solche Champions machen. Umso mehr Champions auch die säubern, wie Jabari Panther könnt ihr auch, ne? Also, oder Colossus könntet ihr auch. Also, wenn es nicht anders geht, Colossus ist halt einfach zu erlegen. Der Grund, warum viele Leute sagen, Colossus ist scheiße in der Verteidigung, also gerade von den großen Allianzen sagen die das, ich sag's aber auch und stimme dem zu, weil Colossus ist einfach. Ne? Colossus ist so easy beasy, nein, der ist einfach dumm. Da ist ja der Colossus, der ist ja stark, aber ich bin Colossus, ich bin Russland, Putin, hohohoho. Ho, ho, ho. Von wegen, du Arsch. Und man hat die Sprache verschlagen, als die Europäer jetzt Ukraine helfen und die zurückschlagen. So sieht's aus. Ha! Ne? Also, von wegen Colossus ist super stark. Ne? Er ist zwar immun gegen das und das, aber so ganz immun ist er nicht. Ne? Gegen alles. Und Tigra. Einfach Tigra oder der Hot und dann ist er gelegt. Okay, ich denke mal, das war's davon. Das war einmal ein bisschen aufwendig, aber ich wollte euch alles auch ein bisschen noch erklären. Es war jetzt sehr viel Theorielastiges, sehr viel Theorie mit sehr vielen Beispielen. Aber das war's auch von diesem Video. Ich hoffe, das hat dir gefallen. Falls du ein Nerd bist, vor allem wird es dir vielleicht gefallen haben. Wenn du kein Nerd bist, wird es nicht gefallen. Es war ein bisschen lang. Sei theorielastig. Ist halt wichtig, wenn du Offizier werden willst bei deiner Allianz oder bei unserer Allianz, weil wir suchen immer Spieler. Und dann halt das Verwalten ist, dann weißt du, ah, okay, beim Andi, da kann ich mir die ganzen Wissen kostenlos abholen. Der verlangt ja kein Geld dafür, ne? Der Arsch. Ne? Und, ja, okay,
Das war der erste Teil. Im zweiten Teil befassen wir uns mit der Mitte.